So, Hallöchen nochmal. Ich muss mal kurz hier vorne ran mal was sagen. Ich weiß nicht, wie ich das Video hier zusammenschneide. Ihr seht schon eigentlich das fertige Ergebnis. Ich hatte hier irgendwie Tonabbrüche, Videoabbruch, irgendwie fehlt mir ein Teil dazwischen. Ich weiß nicht, wie ich das Video jetzt hier zusammenschneide, aber bis ich dahin gekommen bin, wie das jetzt hier so aussieht, das zeigt das Video so gut es geht. Gut, dann viel Spaß beim Video. Guten Tag. Ich habe was fertig. Und zwar meine Platine. Bestückungsdruck. Und die Löcher sind gebohrt. Und sie sieht von hinten jetzt so aus. So, ich zoome auch noch mal rauf, damit ihr das auch noch mal direkter sehen könnt. So, könnt ihr da noch mal gucken. Sie hat wieder Pickelchen, das ist aber normal. Da habe ich auch noch mal was reingemacht. Löcherchen sind gebohrt, aber ich habe schon eine Sache mitbekommen. Anscheinend passt das von der Größe her nicht ganz, weil den Arduino Nano, den ich benutzen möchte, wo ist er denn jetzt hier hin? Irgendwo habe ich da. Das passt vom Lochabstand nicht so ganz. Wenn ich den jetzt da mal so grob reinstecke, das passt irgendwie nicht so ganz. Es geht, aber ich will den auch nicht direkt drauf löten. Ich will da Dings, sag schnell, IC-Sockel nehmen, dass ich den stecken kann, weil ich habe keine Buchsen, wo ich den reinstecken könnte. Ja, ich habe hier ein bisschen daneben gebohrt, aber eigentlich noch ein bisschen in der Mitte. Also so doll aus der Mitte bin ich nicht raus, dass das so dermaßen daneben liegt. Das Rastermaß. Jetzt habe ich es wieder. So, ich habe auch Bohrer geholt. Ich habe Bohrer gekauft. Aus der Not heraus, naja, Not nicht, aber erstmal die ganz günstigen. Und zwar sind das die hier. Das sind ganz günstige, 03, 05, 08, 1, 1, 2, 1, 5 und so weiter. Kann ich hiermit benutzen, passt aber halt nur in den Akkuschrauber und das nicht so schön. Also die Sache mit den Bohrern bleibt immer noch. Ich will ja für den ja, Dremel in dem Sinne. Ich versuche mal. Mit so einem Ding hier. Das Ding ist vom Aldi. Dass ich damit machen kann. Und zwar, dass der da reinkommt. Das sind 3,2 circa oder 3 mm oder so. Die Bohrer sind dafür gedacht, die ich auf der Dingsliste habe. Falls die noch einer besorgen möchte, kann er es gerne machen. Ich werde sie mir noch besorgen, aber ich warte noch auf etwas, dass ich es machen kann. Die hier waren wirklich sehr günstig. Sehr, sehr günstig. Reicht aber aus. Hat im ersten Moment funktioniert. Ich habe hier mit der Hand so ein bisschen gedreht. Ich habe es so mit der Hand gemacht. Das ist nicht so schön. Akkuschrauber. Ja, ist nicht so schön, dann brechen sie nachher weg. Ich habe auch keinen Bohrständer. Ich habe schon mal geguckt nach einem Mini-Bohrständer. Ja, nee, den kann ich mir im Moment nicht leisten. Der wäre dann aber auch für diesen, in Anführungsstrichen, Dremel. Ich habe zwar einen normalen Bohrständer für eine normale Bohrmaschine, aber das ist ja ein riesen Klopperteil, um so eine kleine Platine hier zu bohren. Bisschen zu groß. Gut, ja, wie gesagt, das Ding habe ich soweit jetzt fertig. Ist Bestückungsdruck drauf. Ich kann auch mal ein bisschen dichter gehen, falls die Kamera das jetzt hier tut. Das ist jetzt auch nur im Großen und Ganzen grob drauf gedruckt. Also der ist auch wirklich fest. Ich kann ihn nicht wegkratzen. Das ist schon mal ganz gut. Werde ich jetzt aber in minimal bestücken. Heißt, da kommt nur ein Arduino drauf.
Dann der 10 Kilo-Ohm, den ich hier hinten habe. Die 240 Ohm, die hier noch raufkommen. Die zwei LEDs, weiß ich nicht. Ja, die SMD-Widerstände kann ich ja gleich draufhauen, wenn ich da schon bei bin. Aber Taster noch nicht. LEDs brauche ich auch erstmal nicht. Ich muss erstmal gucken, was der ADC sagt, was ich da für einen Wert bekomme. Noch in dem Originalzustand, den will ich ja modifizieren. Heißt, ich muss erstmal gucken, was der überhaupt rausbringt. Relais kann ich eigentlich auch schon anschließen oder anlöten. Das passt auch nicht ganz vom Lochabstand. Das ist auch minimal zu eng. Entweder es ist der Drucker oder es liegt am Programm selbst. Ich kann noch mal, ich versuche es mal später irgendwann, sag schnell mit Eagle oder wie das heißt. Ja, Eagle oder Keycut, ich weiß noch nicht. Vielleicht, wenn da denn das passt vom Lochabstand, ist okay. Also Target sollte eigentlich hinhauen. Gut, genug gelabert. Ich bereite schon mal so weit vor und dann sehen wir uns gleich zum Löten wieder. So, nun habe ich hier erstmal meine Widerstände. Sollen 100 Stück sein, ich habe sie nicht nachgezählt. Mache ich auch nicht. Hier sind auch 100 Stück. So, die Platine als Sockel, nehme ich den hier, der passt. Bis auf, dass er zwei Pins zu viel hat, das macht aber nichts. Die lasse ich so dran, ne? Ist ja nicht so schlimm. Und das Relais, kann ich auch auflöten. Löten tue ich jetzt aber mit Bleifrei. Da habe ich mein bleifreies Lot rausgesucht. Das ist das hier, weil das schön dünn ist. Es wird nicht so schön funktionieren, aber ich hoffe, das wird hinhauen. Und werde dann jetzt erstmal, wo habe ich dann schon wieder die Pinzette gelassen? Meine Güte. Immer ist das wieder weg. Ich hoffe, dass das so auch hinhaut. Auch die Pinzette, dass die so weit hinhaut, weil ich habe jetzt leider nicht meine schöne Pinzette gefunden, die ich sonst immer so für SMD-Zeugs benutze, die noch schön scharf ist. Ich brauche eins, zwei, drei Stück von den 10 Kilo. So, und jetzt versuche ich euch das auch ein bisschen zu zeigen. Ich hoffe, dass das so klappt. Lötkolben sauber machen. Lötkolben habe ich auf 360 Grad. Gut, sieht gut aus. Dann ja, melde ich mich gleich, wenn ich das soweit fertig habe mit dem Temperaturfühler und den Arduino oben drauf. Und dann werde ich den mal irgendwie ein bisschen in den Laminator einbauen, den Temperaturfühler, und mal gucken, was der ADC-Wert sagt. Dann melde ich mich gleich wieder. So, nun habe ich hier den Dings drauf. Soweit. Ein Kabel dran. Da ist die Diode zwischen. Auch Plus und Minus richtig rum. Jetzt werde ich den Laminator nehmen, hier auf den Tisch packen, die Diode da irgendwie dran basteln und schauen, was der ADC, was der misst. Ich habe das so gemacht, ich habe mal gelesen im Internet,
Diese 1N4148, die hat eine Durchlassspannung von etwa 0,7 Volt. Und je heißer sie wird, umso weniger Durchlassspannung braucht sie. Dann geht sie runter auf 0,6, 0,5, 0,4, 0,3. Und das nutze ich jetzt halt hier aus. Ich habe einen Spannungsteiler hier in dem Sinne gemacht. 5 Volt in die Diode rein und 5 Volt wieder raus über ein 10K auf Masse und dann auf den ADC. Ich kann euch noch mal den Schaltplan zeigen. Den habe ich hier. Das wäre hier der Thermogedönse. Also 5 Volt durch die Diode durch in den ADC rein, aber mit einem 10K auf Masse. Das ist ein Spannungsteiler, dass ich hier die Spannung messen kann. Ich habe jetzt keinen direkten Temperaturfühler vom 3D-Drucker oder so genommen. 10K oder was, weil die nicht so ganz linear laufen. Die laufen ein bisschen anders. Ich habe es ausprobiert vorher auf dem Pressboard. Es hat hingehauen mit der Diode. Ich habe mit dem Lötkolben war ich auf etwa 200 Grad, 210 Grad. Das hat die Diode locker eine ganze Weile, aber wirklich eine ganze Weile ausgehalten. Auch mit dem Bunsenbrenner. Ich bin fast auf 0 Volt Durchlassspannung gekommen. Also ich hatte, er misst ja von 0 bis 1024 oder 1023 Schritten der ADC und ich lag so bei 3, bei 4, nee, bei 900 in der 50 circa und konnte bis auf 1020 circa, bis dahin konnte ich hochgehen. Ich weiß aber dann nicht mehr, wie heiß die war. Aber beim Lötkolben, das war so bei 900 und in der 70, da war er dann so bei 200 Dings oben, aber nicht mit dem Widerstand. Da hatte ich einen anderen Widerstand. Die haben ja alle ein bisschen unterschiedliche Werte. Deswegen muss ich das jetzt noch einmal so austesten. Werde ich jetzt mal machen und dann melde ich mich, wenn ich damit fertig bin. Dann geht es nachher weiter. Da bin ich wieder. Ganze Weile vergangen. Ich war nebenbei noch mal kurz weg. Ich habe jetzt hier noch mal die Löcher gebohrt und auch den Rest schon mal bestückt. Die eine Diode, dann das SMD-Zeug. Hier ist noch ein 0603 Widerstand und nun 240 Ohm. Hier hinten auch. Das Ganze habe ich auch gelötet. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt zusammenschneide, weil mir fehlt da irgendwie ein Teil vom Video. Ich habe mal kurz reingeguckt, um wieder zu wissen, wo ich stehen geblieben bin. Irgendwie fehlt da was. Naja, ich habe auch hier noch mal ein 100 Nano Fahrrad. Kamera. Irgendwie siehst du auf dem Monitor hier. Ein 100 Nano Fahrrad habe ich hier noch mal parallel gelötet auf den 10K, damit die Spannung ein bisschen sauberer ist. Ich habe irgendwie gemerkt, die wackelt ein bisschen zu sehr. Dann habe ich das auch in den sag schnell Laminator gesteckt und mal die Original, sag schnell die Originaltemperaturen da laufen lassen. Habe auch nebenbei mit dem Temperaturfühler vom Multimeter mal mitgemessen. Also der sagte mir so 100 inne 40 Grad. Also ich schätze mal, weil das nicht gut gekoppelt war, so mehr als 150, 55 Grad macht der Laminator nicht und das ist gerade so ausreichend, sage ich es mal so. Ein bisschen heißer müsste er schon. Die Werte, die ich hier gemessen habe, sind jetzt 900 inne 40 ungefähr, 45, die hier rauskommen, also in den Schritten von 0 bis 100, 1023, da bin ich jetzt bei 900 und inne 45 circa. Ich schätze mal so, wie ich das vorher eingestellt habe, so auf 250. 950, wo der anfängt an- und auszuschalten, sollte passen. Jetzt werde ich den Laminator nehmen und auseinanderreißen und das da einbauen. Dazu habe ich auch schon ein 5-Volt-Netzteil, 700 mA. Das kommt daran und dann habe ich noch
von dem Thorsten. Da muss ich mir halt neue bestellen. Den Step Up. Der kommt auch noch mit dran, wegen den 24 Volt für das Netzteil, für das Relais. Ihr seht schon, das ist ein Omron. Das ist eigentlich ein gutes. 5 Ampere bei 250 Volt AC, das sollte ja völlig ausreichen. Ich glaube, das sind nur 1,5 Ampere, die da die Heizung nachher frisst. Glaube ich, weiß ich jetzt nicht so genau. Müsste aber so sein, 300 und eine 75 Watt, 5 Watt sind 345, ne? Oder 340 Watt oder was. Ja, so 1,5 Ampere, mehr wird da wohl nicht kommen. Das wird wohl ausreichen. Und da muss ich mal gucken mit dem Regeln, wie oft das Relais an- und ausgeht. Nebenbei messe ich auch noch die Temperatur. Und werde das dann so einstellen, dass es für mich passt. Ich durch den Arduino kann ich das Programm ja so weit ändern, wie ich es brauche. Ich hätte jetzt noch eine analoge Lösung machen können, aber ich fand das jetzt mit dem Arduino ein bisschen besser, weil ich noch die Tasten habe, die LEDs. Ich kann, wenn, auch noch mal eine neue Platine machen, wenn ich jetzt auch noch mal einen Stepper-Motor da reinkriege, dass ich den die Platine einfach neu mache und einen Motortreiber mit reinbaue oder extern noch irgendwo einen Motortreiber, der braucht ja nur 3 Pins für die Steuerung, plus minus für die Spannung, und dann sollte ich auch einen Stepper-Treiber damit regeln können. So, das werde ich jetzt erstmal soweit vorbereiten, dass wir den Rollator auseinandernehmen können und das einbauen können. Ich werde nicht alles in detailliert zeigen, ich werde nur immer kurze Schritte zeigen. Also sehen wir uns gleich wieder. So, jetzt seht ihr hier schon den Rollator von innen. Ich habe das ganze Kabel gewulst hier. Ich werde, glaube ich, die Originalplatine mit den LEDs benutzen. So wie ich das sehe, sind auch keine Vorwiderstände, nichts bei. Ich schraube sie aber mal kurz raus und gucken wir das an. Den Einschalter on, ja, oder 80 Mic, 120 Mic. Ich werde mal gucken, werde ich als direkten einen Ausschalter nehmen, damit hier alles aus ist. Wenn ich ihn ausschalte, dann schalte ich ihn richtig aus. Und wie ich das hier am besten mache, wie das jetzt hier verschalten ist, das weiß ich nämlich nicht genau. Ich sehe hier nur, dass hier die Heizung irgendwie in Serie geschalten ist. Ich gucke mir das gleich mal an, nehme das schon mal so weit auseinander und dann kann ich mehr erzählen. So, nun habe ich das so weit ab. Platine habe ich hier rausgeschnitten. Ich habe schon mal mitgekriegt, meine Löcher passen auch nicht von meiner Platine. Na gut, sollte jetzt nicht das Problem sein. Das hält es an einer Schraube eben nur dran, ist nicht so schlimm. Ich habe hier schon mal alles so nachverfolgt. Der positive hier, der L vom 230 Volt, der geht hier an die Sicherung, geht hier über die Sicherung auf den großen Stift. Da hängt der Ein- und Ausschalter dran, ne? Ob kalt oder heiß. Wie rum der jetzt schaltet, weiß ich nicht, aber von da aus geht das, so wie ich das sehe, direkt auf die Heizung rüber. Und der eine weiße hier, der geht über, nee, der weiße, den weißen brauche ich nicht. Die 230 Volt mit N, die gehen direkt nämlich auf die Heizung. Die wird direkt geschalten über die Temperaturschalter hier, Bimetallschalter. So wie die Platine hier direkt funktioniert, habe ich jetzt nicht rausgekriegt. Der weiße hier geht über den ersten. Ja, brauche ich alles nicht. Aber mir war wichtig, dass die Heizung, die wird direkt geschalten. Die hat hier einmal, kommt da wieder raus, kommt da, geht da wieder rein, kommt da wieder raus. Geht hier
Der N geht über den. Ach, der N geht dahin. Ich muss die Dinger hier mal abmachen. Brauche ich ja sowieso. So, das ist einmal. Kann ja auch da ab. So. Der ging über N. Wo sind aber die Platine? Ja, N. Das andere ist L. Ja. Gut, das ist L. Das ist ein bisschen doof. So, dann geht das nämlich auf. Die beiden hier, das ist N. Das ist, wie geht denn das weiter? Ich muss aber erstmal hier den Deckel abmachen, sonst kriege ich das nicht raus. Die Schalter sind gelötet. Das ist auch die hier. So, habe ich erstmal den Deckel hier in der Hand. So, ich muss jetzt mal gleich nochmal versuchen, das irgendwie rauszubekommen. Einmal, zweimal. Nehmen wir uns das mal einmal aus dem Weg. Das sind die 230 Volt. Aber hier die Heizungsdinger in der Hand. Am besten ist, ich mache auch mal den Motor ab. Dass ich mir das hier mal angucken kann. Der ist... Ja, der Motor ist hier so. Und ein Stepper-Motor. Muss ich mal gucken. Also es sieht aus wie Keramik, aber ich glaube, das war Plastik. Ja, es ist Plastik. Schrauben wir den mal kurz weg. Und da das ein Synchronmotor ist mit Getriebe, kann ich den nicht einfach so über die Spannung regeln. Dann müsste ich über die Frequenz regeln. Nur, wie das einfach gehen soll, weiß ich nicht. Mann. Ja, die Schraube finde ich nachher gleich wieder. Und die Zahnräder hier tauschen, das geht auch nicht. Weil es sind zwei kurze und ein, oder zwei kleine und ein großes. Ich hätte ja sonst gesagt, ich tausche eins davon aus, aber dann passt das ja eigentlich von der Größe her alles wieder, aber dass die hier beide verzahnt sind, ja, das geht dann doch nicht. Und Stepper-Motor, da muss ich mal gucken, wie ich da einen rankriege. Das hat aber Zeit, brauche ich ja jetzt nicht. Also, hier hinten sind die Dings verbunden, die Heizung. So. Und das kommt... Das sind die Teile, das sind die Schalter. Die können auch weg. Wo habe ich den? Naja gut, ich schraube mal. Ihr seht nachher später, wenn soweit, wenn ich bin.
So, jetzt habe ich mal geguckt. Die geht hier, von dem Ende, einmal so rum, nach hinten durch, wird da überbrückt, geht wieder zurück, kommt da wieder raus und kommt hier auf dem roten wieder raus. Also sind für 230 Volt. Das passt. Ich kann mal den Widerstand messen. Da müsste ich ja theoretisch rauskriegen, wie viel. So. Multimeter, muss ich gucken, wo habe ich das wieder? Gut, melde ich mich gleich. Eventuell musste ich wohl eine Audiodatei von der Kamera nehmen. Ich hoffe, das geht so. Ich hatte hier Datenfehler. Also ich habe hier jetzt den Widerstand gemessen. Von der Heizung sind 163 Ohm. R ist gleich U durch I, bla bla bla. Sind etwa 1,4 Ampere, sind etwa 325 Watt. Das passt, das kommt hin. Gut, dann werde ich das jetzt so weit zusammenbauen. Die Ode, da habe ich schon gesehen, die passt hier unten in den Schlitz gut rein. Die passt hier gut in den Schlitz rein. Und ein bisschen Dings passte dazu. Ob ich sie aber irgendwie festgekriegt, weiß ich nicht. Kann ich da eine Schraube? Mal gucken, ob ich da irgendwie eine Schraube finde, die ich da reindrehen kann, dass ich die Diode ein bisschen runterdrücken kann. Oder zumindest an den Kabeln ein wenig runterdrücken kann, dass der Schrumpfschlauch drauf. Und dann, wenn ich soweit bin, sehen wir uns wieder. So, nun habe ich das hier soweit drinne. Den PE habe ich schon wieder angeschlossen. Hier kommt meine Fühlerdiode raus. So, jetzt muss ich nur noch gucken. LN hier irgendwie rankriegen. Den Motor muss ich auch noch mit Strom versorgen. Die Schalter, zumindest einer davon, soll ja noch für Hauptstrom ein-aus sein. Ja. Brauche ich eine Lüsterklemme? Das wäre das Einfachste mit einer Lüsterklemme. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich noch eine Lüsterklemme finde. Eine anständige, weil ich habe nur noch zwei dieser Schraubdinger aus dem Inneren. Und die sind ein bisschen klein. Da kriege ich ja nicht alle Kabel rein. Muss ich mal gucken, wie ich das hinkriege. Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt geklappt hat mit dem Teil. Also ich muss gucken, ob ich das hinkriege, irgendwie zusammenzukriegen. Wenn der Teil jetzt wirklich weg ist, nur mal kurz. Ich habe das soweit wieder zusammen. Und hier kommen die Kabel alle wieder raus. Jetzt muss ich bloß gucken, wie ich die Kabel angeschlossen kriege, weil ich den Schalter auch noch ran machen möchte. Und ob das so geht. Jetzt brauche ich nur noch eine Lüsterklemme. Bloß ich weiß nicht, wo ich eine habe. Und dann mal schauen. Gut, dann sehen wir uns nachher wieder, wenn ich soweit bin. So, Hallöchen. Ich habe das da jetzt reingebaut. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Ich möchte das jetzt hier nicht großartig rumspielen und so weiter. Das ist da jetzt alles drin. Ich werde jetzt versuchen, den Deckel da irgendwie drauf zu kriegen. Nebenbei noch den Temperaturfühler von meinem Thermometer mit rein, um zu gucken, wie weit er hoch geht. Beziehungsweise ich lasse den Deckel ab, schalte es an und korrigiere dann gleich über USB nebenbei mit. Kann ich auch machen. Ist nicht so schlimm. Wie ich das nachher hier alles drinne verstaue, weiß ich noch nicht, aber ich hoffe, das funktioniert. Ich werde mich dann melden, wenn ich dann so weit bin. Auf die Taste habe ich jetzt erstmal verzichtet. Muss ich mal gucken, vielleicht baue ich die später mal ein. Ist ja noch da. Ist ja noch Anschluss dafür. Kann ich herausprogrammieren, ist ja nicht so schlimm. Und ja, ich melde mich dann, wenn ich so weit bin. Hallöchen, so. Ich habe jetzt hier mein Multimeter dran, ne? Er toggelt hier so zwischen 205 und 190 Grad, also so circa 10, 15 Grad. Vielleicht hat man es gerade gehört, der hat jetzt gerade abgeschalten.
Wie genau das jetzt hier ist, weiß ich nicht. Es funktioniert jetzt, aber bis dahin hat das ganz schön gedauert. Hier ist jetzt noch die LED. Die zeigt nur an, dass es an ist. Das Ding ist auch ganz schön warm. Jetzt warten wir mal kurz, bis er angeht. War ja gerade gewesen. Ich hoffe, dass das jetzt ausreicht. Ansonsten, wenn es zu viel ist, muss ich halt nochmal runtergehen. Ich kann das ja per USB noch wieder runterstellen. Jetzt sinkt er auf 197, 96, 95, 94. Und jetzt ist er angegangen gerade. Kann man das sehen? Da. Jetzt geht er auf 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 200. So lasse ich ihn auch. Mit dem Schalter kann ich das Ding komplett einmal totlegen. Ja, bis ich da hingekommen bin, hat gedauert. Ich musste meinen MOSFET, den ich vorgesehen habe, tauschen. Den habe ich jetzt gegen irgendein, ich weiß nicht was, habe ich von der Platine runtergerissen, Transistor oder was getauscht. Jetzt geht das. Der MOSFET war immer auf Dauerdurchgang, warum auch immer. Und beim ersten Mal habe ich mir mein Relais abgeschossen. Ich hatte aber noch ein zweites. Zum Glück dasselbe. Und zwar ist das so gewesen, ich habe da jetzt zwischen den Messungen im Loop 2,5 Sekunden Pause, bis er dann die nächste Messung macht. Bei dem Relais, beim ersten Mal, habe ich das vergessen. Da war der noch ohne Delay, da hat er, ich weiß nicht mit wie viel Mikrosekunden immer gemessen. Und das hier fing an zu schalten wie so ein irres Ding. Also wenn er gerade so die Temperatur gekriegt hat, ich habe das jetzt um 2 ADC-Werte im Unterschied, also er misst ja zwischen 0 und 1023 und ich habe ihn jetzt stehen auf 975, soll er angehen und bei 977 wieder aus. Also hat er ein bisschen Unterschied drin und dann alle 2,5 Sekunden soll er messen. Das habe ich hier vergessen, da war er auf beide Werte auf dem gleichen und wenn er denn gerade eben so an der Schaltschwelle war, dann fing das Ding an zu klackern bis und geht nicht mehr und dann habe ich mir hier wahrscheinlich die Kontakte verbrutzelt oder was, keine Ahnung. Aber jetzt funktioniert das, jetzt lasse ich das Ding abkühlen. Der hier ist auch richtig gekoppelt, den habe ich mit der Schraube leicht aufs Metall mit drauf gedrückt, also sollte soweit passen. Ich werde das jetzt irgendwie zumachen müssen. Es sieht ein bisschen wüst aus. Ja, es ist mit einer Lüsterklemme realisiert. Da sind aber überall AdN-Hülsen drauf. Ein Netzteil für 5 Volt habe ich hier. So ein altes Handy-Ladenetzteil. Das muss ich aber nochmal einmal drehen. Da und dazwischen sitzt dann noch die 24 Volt Erzeugung, dieser Step-Up-Wandler, habe ich im Schrumpfschlauch drin, den habe ich mit untergeklemmt. Der sitzt auch nicht, also der hat keinen Kontakt zu den 230 Volt, die sitzen ganz oben und der ist hier unten rumgeklemmt, wo die LEDs sind. Da hängt er ein bisschen drauf. Ich lasse das jetzt so, ich lasse ihn erstmal abkühlen und dann bin ich damit durch, werde ich dann austesten. Und danke fürs Zugucken, auch wenn der Schnitt hier jetzt nicht gerade so besonders war.